Hallo und herzlich willkommen. Mir ist gerade aufgefallen, dass es hier sowas wie einen Eisenbahninfarkt gibt. Gleich auf mehreren Strecken. Hier liegen die hintereinander und nichts passiert. Warum auch immer. Verstehe das gar nicht. Ach so. Die wollen in die Richtung. Haha. Okay. Ah, jetzt geht's weiter. Ich meine, das ist natürlich eigentlich sehr realistisch, wenn die Züge Verspätungen haben und teilweise gar nichts mehr geht. Aber vielleicht sollte man die beiden Strecken irgendwie verbinden. Ich meine, jetzt müsste ich aus der Stadt raus sein, eigentlich, glaube ich. Ja, ich fahre aus der Stadt raus. Aber man sieht, hier ist das Farming-Gebiet. Da könnte man eigentlich anschließen. Und dann müssten die nicht einmal um Pudding fahren, wenn sie die Produkte von A nach B kriegen wollen hier. Also brauchen wir zumindest dieses Quadrat hier, weil da die Schienen drauf sind. Wo sind zwei? Verdammt. Wir können nur eins kaufen. Aha. Toll, naja. Das geht nicht. Das geht aber. So. Können wir hier vielleicht sogar auf Kreuz machen? So, geht das? Schauen wir mal. Gucken, wo der jetzt hinfährt. Ja, er fährt jetzt dahin. Sehr gut. Und der kommt hier runter. Okay, damit haben wir das Ganze schon ein bisschen entlastet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich verstehe zwar nicht genau, wie das funktioniert, aber wenn wir diese beiden Felder, also wenn wir das hier auch noch dazu gekauft haben, dann können wir diese ganze Strecke ein bisschen verbessern. So, wie sieht's hier mittlerweile aus? Kommen auch schon die ersten Läden rein, sehr gut. So, dann wollen wir mal, damit hier auch die Kunden hinkommen. Noch die eine oder andere Buslinie machen hier. So. Und zwar wird das, ist das von der Oper und dem Sparmarkt. Einmal hier rum. Und dann hier durch das Wohngebiet, obwohl die könnten eigentlich auch laufen von hier aus, aber so kriegen wir die dann in den anderen Teil der Stadt zum Krankenhaus. Und dann hier rein. Wo haben wir die Schule? Hier haben wir die Schule.
können wir hier rum auch zur Schule, weil da ein großer Umsteigeplatz ist und dann wieder zurück. Das ist eine gute Idee, ist sich über die schmalen Straßen zu schicken, weiß ich noch nicht so genau. So. Und dann wollen wir gucken, ob wir hier auch noch einen weiteren Bus. So, machen wir das mal rot und das mehr so ein grünlich. So. Aha, hier fehlen schon wieder Produkte, ne? Gebäude im normalen Betrieb, was ist hier los? Nicht genügend Verkaufswaren, das heißt, wir brauchen hier wieder ein Warenhaus in der Nähe. Das wird wieder sehr laut sein, also nicht direkt hier dran, aber hier vielleicht so. Warenhaus wollte ich haben, nicht sowas hier. Das ist kein Warenhaus, hier gibt es Warenhäuser. Großes Lagerhaus. Hier so ein kleines erstmal. Warum will er das nicht? Ich glaube, die Stromlinie, die im Weg ist. Lässt das nicht zu. Hier geht. Okay, machen wir es halt hier. So, und da machen wir Füllen und da machen wir wieder kommerzielle Güter in der Hoffnung, dass das funktioniert. Unser Störtebeker Wirtschaftsinstitut ist immer noch nicht beliebter geworden. Fehlen immer noch 220 Leute. Laufen hier jetzt Fußgänger und Fahrradfahrer. Fahrradfahrer kommen hier an, ja. Sehr gut. Hinbauen. Und eine dänische Dorfkirche. So. Brauchen eine dänische Schule, brauchen wir eigentlich auch, ne? Wenn wir hier in Nordfriesland sind.
so eine Statue. Wenn wir schon so eine Kirche hier haben, können wir auch so einen Jesus hier hinstellen. So. Mal gucken, ob das hier hinten geklappt hat mit den Warenhäusern. Das würde mich interessieren. Also, hier ist ein bisschen was drin. Das ist aber fast komplett leer. Und dafür ist hier ein super duper Dauerstau scheinbar. Das ist auch alles nicht sehr gut ausgedacht hier. Diese Ecke müsste ich dann auch mal bereinigen am besten. Und wir brauchen weitere Wohngebiete, weil da haben wir immer noch einen Bedarf, obwohl wir jetzt hier schon ein paar von den Dichten gebaut haben. Ja, wir müssen noch mehr reinmachen scheinbar. Können wir zwar Offices reintun, aber helfen wird es nicht. Denn die brauchen wir gerade gar nicht. Was wir aber machen können, ist hier ein paar Wege durchzubauen, damit die Leute aus dem Wohngebiet und vom Zopf quasi zur Hauptstraße kommen mit den ganzen Läden. Das ist nämlich jetzt ein bisschen ein Umweg. So. Schon der erste Laden wieder verlassen und der zweite hat pleite gemacht und hier haben zwei wieder keine Produkte. Und was ist hier? Hier sieht es genauso aus. Okay. Dann fangen wir doch mal an, diese Gegend hier so ein bisschen zu verbessern. Wie machen wir das? Irgendwo müssen wir die Gebäude hinpacken, wo sie momentan nicht stören. Und zwar hier an das Industriegebiet. Das wird noch ein Krampf mit den Klärwerken. So, warte mal. Also hier können wir einen hinlegen. Hier unten können wir einen hinlegen. Hier auch. Und vielleicht. Nee. So, lassen wir erstmal hier jeweils.
mit etwas Glück kriegen sie den Müll trotzdem ab transportiert. Wir brauchen eh neue Abwasserlösungen. Bauen wir doch mal ein paar von den Dingern hier an der Küste. Kein Bauwasser möglich. Und zwar außerhalb der verschmutzten Gebiete. Wow. Und dann die Inlandwasserwiederaufbereitungsanlagen. Wo tun wir die hin? Hier ist immer noch ein Warenhaus. Das stellen wir mal hier hin zu den Läden, die gerade auf Teufel komm raus nach Produkten suchen. Und dann haben wir hier halt noch jede Menge Solar und die Klärwerke. Gut, die Klärwerke müssen nicht an die Straße angeschlossen sein. Das heißt, die können wir hier auch auf diese Insel verbannen. Aber das machen wir lieber nicht, weil da ist abzusehen, dass wir über kurz oder lang die ganzen Gleise abreißen und neu bauen müssen. Dann bauen wir das mal erstmal hier unten hin. Eigentlich könnten wir die abreißen, aber das halte ich für Verschwendung. So. Also, warum ist hier so viel Verkehr? Einerseits fahren hier Busse, das ist ein Überlandbus, der kommt also nicht von hier. Und der möchte gerne hierhin, in das Wohngebiet, okay. Oder zur Oper, kann auch sein, okay. Also der Überlandbus, der hätte sich ja eigentlich... Ach nee, warte, hier ist der Überlandbus... Busbahnhof. Und es gibt hier keinen Weg mit einer breiten Straße hier durch. Das heißt, wir müssen diese breite Straße am besten an den Kreisverkehr anschließen. Dann können wir den ganzen Klamott getrost in den Eimer hauen. So, machen wir das doch einfach mal. Fangen wir mal hiermit an. So. Die müssen wir dann später wieder ersetzen. Ja, kann man so lassen, aber guckt euch das an hier. Was zur Hölle ist das denn für eine Massenkarambolage hier? So. Da geht's noch zum Bahnhof, ne?
Da geht's auch zum Bahnhof, aber zum Güterbahnhof. Warum ist der Güterbahnhof so mit dem Gebiet verbunden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht so gar keinen Sinn. Hat's das besser gemacht? Ich weiß es ja nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können hier. Können wir doch, ne? Das gefällt mir hier alles noch nicht. Ich glaube, das ist besser, wenn wir hier raus quasi den Kollektor machen und das hier über lokale Straßen machen. Das ist, glaube ich, besser. So. Hier vielleicht komplett. Brauchen wir dieses Gebiet eigentlich? In Ockholm. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Können wir ebenso gut hier das nur auf den Bahnhof ausrichten? So. Gut. Fehlt natürlich immer noch. Bauen wir das mal hier dran.
So. Puh. Das ist schon ein riesiges Solarfeld hier. Könnte alles ein bisschen gerader sein, aber wollen wir uns mal nicht beschweren hier. Können wir eigentlich immer noch machen. So, das sieht erstmal schick genug aus hier. Hui. So, und der Verkehr hat sich einigermaßen normalisiert, stelle ich fest hier. Das heißt, wir könnten jetzt hier vielleicht entweder. Eigentlich brauchen wir ja keine weiteren Industriegebiete. Wir haben ja da unten immer noch den riesigen Klotz, der hier mittlerweile immer noch nicht richtig rund läuft. Sag mal, was soll das hier? Kein Glas, kein Plastik. Wenn die Produkte suchen, könnten wir eventuell vielleicht hier einen Fischereibetrieb aufmachen. Aber auch dafür haben wir nicht genügend Einwohner. Sind, wie gesagt, alle. Der Arbeitsmarkt ist wie leer gefegt momentan hier gerade. Was ich auch immer noch nicht gemacht habe, ist hier den Fußgängerüberweg endlich wieder runterzubauen. Es steht hier die ganze Zeit halb fertig rum. So. Jetzt können da auch wieder Fußgänger kommen. Das sollte dem Verkehr auch helfen, über kurz oder lang.
Allerdings steht hier das Hauptgebäude nicht mehr. Also was sollen Fußgänger da? Darum ist es besser, wenn wir die Fußgänger hier durchlotsen. Aber hier müssten wir ein Haus dafür abreißen. Oder, was wir auch machen können, wir könnten einen Friedhof einen Meter nach rechts schieben. So. Gut. So. Jetzt können hier Leute über den Zebrastreifen gehen und hier durch zur Arbeit gelangen. Oder wie dieser hier nach Hause. Sehr gut. Naja, das soll für heute mal wieder reichen. Like das Video, schreibt einen Kommentar, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Tönneberg. Tönnebühl. Und ja, dann bis denn. Ciao's. Ciao's. Tschüss. Es wird langsam spät. Tschüss.